KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur weihnachtlichen Ausgabe vom KinoCast. Ho, ho, ho. Hallo, Kate. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Santa Kate und Santa Chris, hallo. Ihr habt so einen an der Klatsche. Schön. Wir sind voll in Weihnachtsstimmung hier. Das, weil du dich durch Tarkov ballerst und da überhaupt nichts Weihnachtliches ist hier. Oh, doch. Das Nikolaus-Event. Ja, da rennt einer rum, komplett angekleidet als Nikolaus und verteilt Geschenke. Ach so. Und wenn du auf ihn schießt, dann wird er böse. Hm. Und wenn du ihn abschießt, kriegst du richtig Probleme. Oder zum Krampus dann. Ja. Nee, dann kriegst du richtig Probleme. Ja, ne, das klingt doch sehr weihnachtlich. Ho, ho, ho. Vorsicht, wir sind ganz nah dran, hier von der GEMA eine Rechnung zu bekommen. Ja. Oh. Wir reden heute über Filme, je nachdem, wie viel wir schaffen. Wir gucken mal, wie es mit der Zeit so passt. In der Sneak Preview hatten wir Spencer. Ja, hallo Spencer. Dann im Heimkino gab es diverse Sachen. Ach nee, halt, ich habe ja noch einen Kinofilm gesehen, nämlich Matrix Resurrections. fällt mir gerade ein. Und im Heimkino, ja, weil sonst haben wir immer nur einen Kinofilm, im Heimkino haben wir ganz oder teilweise Encanto geguckt. Dazu später mehr. Ron läuft schief noch kurz und mal schauen, Noel sehe ich hier noch. Stowaway, den hatten wir ja schon mal als Rezensionsdisc und mal gucken, ob wir die Serien noch schaffen, alle, die Discounter, Faking Hitler, Emily in Paris Staffel 2 and Just Like That und so weiter. Ein Just Like That. Rätsel gibt es natürlich auch, was uns heute der Chris präsentieren wird, wenn es klappt. Baby. Und dann als kleines Highlight losen wir das Gewinnspiel aus, das Türchen Nummer 24 vom Adventskalender, vom KinoCast Adventskalender, wo uns die Innenstadtkinos Stuttgart freundlicherweise einen richtig tollen Preis gesponsert haben. Bestehend aus 2 Freikarten für eine beliebige Vorstellung und 2 Popcorn-Gutscheinen. Und bei den aktuell richtig geilen Filmen, die da so laufen, das wäre doch mal eine Gelegenheit und jetzt hat jeder frei. Und mal schauen, wer es gewinnt. Ich hatte ja extra gesagt, dass da vielleicht welche aus der Umgebung mitmachen, die es auch einlösen können, weil da haben ja viele aus Hamburg und so. Das ist ja doch eine Ecke. Aber mal schauen, dazu dann kommen wir dann am Ende der Sendung. Und jetzt beginnen wir erstmal mit Spencer. Chris, Spencer, unsere Sneak Preview. Ja. Die wurde sogar getippt, glaube ich. Als es war weniger ein Wunsch. Es war kein Wunsch, sondern ja, wirklich nur ein Tipp. Und in Spencer geht es um Diana Spencer, die spätere Lady Di. Oder ja, dann, sag mal, als sie wieder Spencer hieß, war sie ja dann geschieden von ihrem Mann, von Prinz, wie heißt er? Keine Ahnung. Charles. Charles, genau. gespielt wird Spencer, Lady Spencer, Diana Spencer von Kristen Stewart, die man ja kennt aus diesem Glitzer-Vampir-Film. Und die ganze Handlung dreht sich mehr oder weniger um ein einziges Wochenende. Und dieses eine Wochenende ist nicht irgendein Wochenende, was wir jetzt vielleicht als interessierte Laien irgendwo mal mitbekommen haben, wo irgendwas Besonderes passiert ist, sondern es ist einfach ein Weihnachtswochenende, wo Diana auf den Landsitz von der Family muss, das Sandringham-Anwesen in Norfolk, klingt so ein bisschen wie bei Loriot, North Shufflestone Hall, falls das noch jemand kennt. Ja, das kann ich noch. Lady Mirriff. sie ist dort eingeladen, Weihnachtsfeier, und das ist alles immer extrem spießig, kann man es ja durchaus sagen. Also die halten sich an zig Regeln und da wird für jede Gelegenheit, liegt ihr ein Kleid bereit und sie muss sich da an ganz viele Regeln halten. Und dass wir sehen, dass das schon so in der Phase ist, wo sie sich mit Charles schon so ein bisschen entzweit hat. Also die Affäre von Charles mit, glaube Camilla heißt sie, ist schon so ein bisschen aufgebrochen. Also man weiß Bescheid, sie weiß es auch, Diana. Und sie haben sich offensichtlich schon so ein bisschen voneinander getrennt hier, Tisch und Bett, wenn man es so sehen will. Aber zu diesen Familienanlässen kommen sie immer noch mal zusammen. Sie sind aber, glaube ich, noch nicht geschieden, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Nee, sind sie noch nicht.
Genau, also das deutet sich aber da an, dass da nicht mehr viel Gemeinsamkeit da ist. Und sie muss halt nun auf dieses Anwesen, verfährt sich dann auf dem Weg dahin, kommt zu spät und die Queen, die legt halt ganz großen Wert immer auf Pünktlichkeit und alle sind schon da und sie kommt zu spät. Das ist natürlich gleich wieder schlechte Einführung. Ihre Kinder sind da, Harry und William. Die sieht sie dann wieder, waren offensichtlich beim Vater gewesen in der Zwischenzeit, denn sie sollen ja von der königlichen Familie in ihre royalen Pflichten schon mal eingeweiht werden, eingebunden werden. Und ja, so kämpft sie sich dann durch diverse Essen. Das ist halt wie immer, wenn man irgendwie zur Familie, zu Weihnachten kommt, das ist quasi ein dauerhaftes Sättigungsgefühl. Da geht es von einem Essen zum nächsten, übers nächste und so. Und hier sind halt noch irgendwelche kleine Draußenaktivitäten, irgendwelche Jagdsachen damit verbunden, wo sie aber ja nicht teilnimmt. Und ja, sie hat halt in diesem ganzen, in dieser ganzen Entourage, die sie da betreut, hat sie eine Freundin, so eine Dienerin, mit der sie ganz gut klarkommt. Mit allen anderen kann sie nicht offen reden, weil sie nicht weiß, was dann da an die Öffentlichkeit getragen wird. Von dem, was sie so sagt, und da wird auch viel nach außen getragen und das befeuert natürlich wieder die Presse und die Presse ist eh hinter ihr her und die wird dann natürlich da den großen Skandal und jeder will Fotos haben, also das deutet sich da auch schon an, dass sie da sich was Ziemliches eingetreten hat und sie trägt auch psychische Probleme mit sich durch diese ganze Situation, durch diese ganze Unzufriedenheit, dass sie eben in dieses Leben reingedrückt wird, wo sie eigentlich gar nicht hin will. Sie will eher da frei sein, draußen Menschen helfen und sich nicht so in diese royalen Themen da so engagieren. Und gerade auch dadurch, dass sie sich mit ihrem Mann entzweit hat, da gibt es dann auch noch so ein paar Vorfälle, dass er seiner Geliebten und ihr das Gleiche geschenkt hat und so. Und sie hat dann auch so bulimische Anfälle, dass sie dann immer alles wieder rauskotzt, was sie gerade gegessen hat. Und da gibt es ja echt viel zu essen. Und sie muss dann wieder zum nächsten Gang gleich wieder erscheinen und weiter essen und so. Und alles ganz furchtbar. Und ja, und so kämpft man sich dann durch irgendwie gefühlt 3 Stunden Film. Ich sage extra gefühlt, weil ich glaube, es war nicht so lang. Aber nee, es waren fast 2 Stunden, aber. Ja, es ist ein dauerhaftes Drama, gespielt von der. Also ich sag mal so, ich habe jetzt auch auf Sky Documentary und so gab es jetzt auch und auf ZDF Info gab es zufällig auch so Lady Di so Dokumentationen, die habe ich jetzt in der Woche noch angeschaut gehabt und die echte Lady Di, die war halt viel viel einnehmender, viel viel empathisch und viel freundlicheres Wesen, wenn man sie so gesehen hat und die Kristen Stewart kann halt nur diesen einen Gesichtsausdruck, den man so kennt von Lady Di, von diesem einen berühmten Foto, das was auch auf dem Poster ist, wo sie da so hinter diesem schwarzen Gagenetz da hier von ihrem Hut da so zu sehen ist, das kriegt sie halt halbwegs hin und natürlich auch so ein paar Bewegungsabläufe, die natürlich erlernbar sind, aber dieses freundliche, einnehmende Wesen, was Lady Di hatte, was ja so viele Menschen begeistert hat, das kommt halt hier null rüber. Liegt natürlich auch zum einen mit daran, dass natürlich hier eine sehr dramatische, oder was heißt dramatisch, eine psychologisch zugespitzte Situation gezeigt wird an diesem Wochenende. Das ist jetzt nicht gerade so heile Welt, wo sie vielleicht wirklich so aus sich rausgehen kann. Aber es hat halt irgendwie nicht funktioniert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Und ich glaube, bei dir auch nicht so richtig. Wir haben da ganz schön Ich habe das mega gefeiert, der Film, mich hat es echt leider überhaupt nicht abgecatcht. Ich fand es auch ganz furchtbar anstrengend, sehr tragend erzählt, sehr dramatisch, sehr, sehr eigentlich dargestellt, sehr zerrissen, wie sie halt im Endeffekt auch war. Nur es hat mich irgendwie echt nicht abgeholt. Also Kristen Stewart hat mich nicht abgeholt. Leider in der Rolle. Und dann wird es halt schwer, wenn der Hauptprotagonist dich nicht abcatcht, dann wird es ziemlich ätzend. Und es war, für mich war es ein sehr, sehr schwerfälliger Film. Ich denke, ganz arg viele haben ihn ziemlich gefeiert oder feiern ihn auch ziemlich. Da gehöre ich halt nicht dazu. Das ist total krass. Ich habe jetzt gerade
Ja, Moviepilot offen, wegen der ein bisschen Geschichte und so weiter, damit ich mich nicht frage. Ey, die Kritiken da, die liegen zwischen 7 und 10, ne? Also, ey, ich liege da wirklich an der untersten Kante von dem, wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, was ich gegeben habe, ich glaube 3 oder 4 Punkte oder so. Ich habe ihm 2 gegeben. Also ich habe, vielleicht war es auch irgendwie, vielleicht hat es mich auch irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich weiß auch nicht, so in dieser Vorweihnachtswoche, wo ich schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung war, ich hatte so Geschenke eingepackt und so, auch schon diverse Weihnachtsfilme und Serien und so weiter geguckt. Und dann kommt da so ein Ding, wo die quasi an Weihnachten nur leiden und nur Drama ist. Das hat bei mir irgendwie, das hat bei mir überhaupt nicht reingepasst in die Stimmung, wenn da irgendwie, was weiß ich, irgendwas ein bisschen mit weihnachtlich oder wenigstens was völlig anderes, wo man dann sagt, okay, das, aber dadurch, dass es eben mit Weihnachten zu tun hatte und so fies war dieser Film, oh, das hat mir überhaupt nicht, nee, das hat mir nicht gefallen, das war nix. Ja. Und es war auch noch nicht mal so, dass ich gesagt hätte, wow, die spielt die ganze Zeit so gut. Ja, das am Anfang so, wo man es so die ersten Male gesehen hat, dachte man, wow, ich krieg das echt gut rüber, so diese Art und Weise von Prinzessin Diana, aber das läuft sich halt auch irgendwann tot, ne? Also gerade auch, weil die so dann hysterisch wird und irgendwie so komisch und nur Geschrei und Geheule die ganze Zeit, irgendwie das Gekotze und ach, wo man sich dann immer fragt, Mensch, warum machst du das nicht so oder so? Ich meine, selbst dies oder jenes müsste doch innerhalb der Regularien des Königshofes funktionieren, ja, warum machst du es nicht so, ja, und denkt man sich, nee, so macht er doch wieder was anderes und ach, das läuft so konsequent auf das Messer zu, ja, die ganze Zeit und ja, Soundtrack nicht vorhanden, nur ein übles Gefiedel die ganze Zeit, das hat mich extrem genervt. Ja, das war das Beste, Erik, das die ganze Zeit dran so, ja, ich muss mich da auch echt entschuldigen, dass ich dich da auch noch genervt habe, jedes Mal. Nö, alles gut. Ey, das war, wie soll man es denn beschreiben, vielleicht ist es im Trailer enthalten, also ein ganz furchtbares Gefiedel, also wirklich nur so eine, wie wenn eine Geige weint, muss man sich das vorstellen, die ganze Zeit so ein in jeder Szene, also das war unerträglich, also die ganze Zeit, nee, also Spencer, jetzt gucke ich mal hier rein, aber es sind noch ein paar, die sich an die untere Ecke, also sind auch hier, hat jemand 0 Punkte gegeben, sehe ich, in der Sneak-Gruppe hier, Gloria Sneak, ja gut, ich habe hier 4 Punkte, ich glaube, das lasse ich mal noch stehen, also ich habe zwar ganz schön gelitten, bei dem Film und ich will den auch definitiv nicht nochmal sehen, aber ich erkenne zumindest mal an, dass der ganz okay gefilmt war. Das war ganz in Ordnung. Das Bildformat fand ich ein bisschen blöd, weil da war so typisches Fernsehformat, 16:9, also ohne Breitbild. Das wirkt für mich jetzt nicht wie ein Kinofilm. Und der Regisseur, der hat vorher den Jackie Kennedy-Film gemacht, den ich eigentlich ziemlich gut fand. Und ich verstehe nicht, was den da geritten hat, ob er jetzt immer so die First Lady Sachen machen will oder so, keine Ahnung, was wir da als nächstes sehen, Michelle Obama von ihm oder so, oder Angela Merkel, ach nee, die war ja nicht First Lady, die war ja Chefe hier, na mal gucken, also von mir 4 Punkte. Ja, und du, Chris? Ich hab's ja gerade schon gesagt, ich bin tatsächlich bei 2 Punkten, weil ich fand ihn so rotze langweilig. Dann hoffen wir mal auf die morgige Sneak, auf die, ist das schon die letzte Sneak? Ja, die letzte Sneak des Jahres. Das ist die letzte Sneak des Jahres, ja. Wie lautet denn da der Tipp? Eine besondere Beziehung. Und sind da schon Sachen eingegangen? Drei Tipps. Einmal Schwestern, eine Familiengeschichte. In Klammern, den möchte ich Wanda, nicht sehen. Wanda, mein Wunder. In Klammern, den möchte ich auch nicht sehen. Und, ich kann es nicht aussprechen. Licorice Pizza. Keine Ahnung, was das heißen soll. Bestimmt das was Italienisch. Aber das ist, glaube ich, der neue Paul Thomas Anderson Film. Die sind ja auch manchmal schwierig. aber manchmal auch sehr gut. 2 Stunden 13 lese ich hier. Weiß nicht, ob ich mir den zum Montag... Gibt es eigentlich keine normalen langen Filme mehr? Muss das alles so lang sein? Aber gut, das sind alles jetzt schon so diese Vor-Oscar-Filme, ne, die dann so, die gehen meistens immer ein bisschen länger. Puh, okay, schauen wir mal, was uns da erwartet morgen. Und ich war ja auch nochmal im Kino am Mittwoch in der Vorpremiere
von Matrix Resurrections in den Innenstadtkinos natürlich. Hatte ich mir eine Karte geklickt und bevor ich jetzt zu Matrix komme, ich habe mir Zimt-Popcorn geholt. Es gab dort, weil jetzt Weihnachten ist, gibt es Popcorn mit Zucker und Zimt. Und ich sage euch, ey, das ist der Shit. Ey, das ist echt das ist der Shit. Das ist wirklich der Shit, ja. Ey, Halleluja. Also ich esse ja sonst nichts, ne, im Kino, ne, weil meistens dann so, ja, das abends, das haut ja besonders rein hier und so, ein Stoffwechsel. Aber dachte ich, okay, Vorpremiere kann man schon mal schön hier. Ja, aber das ist der Shit, ey. Wenn auch, und ey, ich mag ja eh so Grießbrei und so Milchreis mit Zucker und Zimt. Ey, wow. Gott, ey, wenn es immer geben würde, ey, Hilfe. Dann aber ja, also es gibt es, glaube ich, noch über die Weihnachtszeit, wenn ihr die Innenstadtkinos besucht, vielleicht der oder die Gewinnerin von unseren von den Innenstadtkinos Freikarten. Guckt da mal, in der obersten Reihe ist so ein extra Aufkleber Zimt-Popcorn. Dann schlagt da mal zu. Sollte man mal probiert haben. Und ich habe das auch, ich gehe ja schon lange, lange in diverse Kinos, ich habe das noch nirgendwo gesehen. Gibt es immer nur das eklige Salzige? Das war eigentlich immer an Weihnachten. Ja? In Innenstadtkinos gibt es immer. Ah, okay. Nee. Siehst du mal, das habe ich noch nicht so gesehen, weil normalerweise hole ich mir da nichts. Und ja, woanders gab es das nicht. Ja. Also Empfehlung von mir, Zimtpopcorn. Und ob ich Matrix Resurrections empfehlen kann, dazu komme ich jetzt. Also Matrix Resurrections ist jetzt sozusagen der vierte Teil der Matrix-Reihe. Mit, ja, gedreht von Lena Wachowski, quasi, ja, ist ja jetzt Lena, nicht mehr Gebrüder Wachowski. Und Hauptdarsteller natürlich Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und so weiter. Neil Patrick Harris, den man ja auch schon im Trailer gesehen hat, ist mit dabei. Und noch diverse andere, die man hauptsächlich kennt aus der Serie Sense8, die ja auch von Lena Wachowski gemacht wurde. Und deswegen sehen wir zum Beispiel auch Max Riemelt, den deutschen Max Riemelt in einer Nebenrolle. Dachte ich, ist der das? Gleich mal bei IMDb geguckt und so, ja, das ist cool. Und bei Matrix Resurrection, es beginnt mit einer atemberaubenden Action-Szene, so ähnlich wie Matrix 1. Wobei, wenn ich sage, so ähnlich wie Matrix 1, ist es eigentlich genau wie Matrix 1, plus mit anderen Darstellern. Und ein paar Sachen sind auch irgendwie anders und es fühlt sich auch irgendwie anders an. Und ihr kennt doch diesen typischen Matrix-Look, der so diesen Grünstich hatte, ne? Das ist hier halt nicht in dieser Szene. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, bei Matrix 1 gab es die Szene, wo Trinity an diesem Telefon sitzt mit dieser Lederkluft und von hinten kommen die Polizisten und von unten sagt der Polizist hier, ihre Leute da oben sind schon längst tot hier, wo die Agenten reingehen, ne? Und genau die Szene haben sie jetzt nochmal gemacht, aber quasi in normaler Farbe, also quasi im normalen Kinoformat und mit anderen Darstellern, aber was einem aber am Anfang gar nicht so richtig auffällt, sondern man merkt es anders, irgendwas ist hier anders, irgendwas ist anders. Und das war ja auch schon bei Matrix das Thema mit Déjà-vu und mit, hier stimmt irgendwas nicht. Und als die Szene dann vorbei ist, sehen wir dann auch, wie Neo, beziehungsweise er ist nicht Neo, sondern er ist Thomas Anderson, wie er quasi sein ganz normales Leben lebt und in einer Firma arbeitet, die Computerspiele programmiert. Und in dieser Firma ist er der Chefentwickler, also sie sind zu zweit und er ist der Chefentwickler. Er hat ein Computerspiel namens Matrix entwickelt und davon gibt es sogar drei Teile. Und ja, das ist so sein Lieblingsbaby, so ein Massive-Multiplayer-Online-Spiel, wo sich diverse Leute einloggen können und mitspielen können. Und gerade will er ein neues Spiel entwickeln, das heißt Binary. Und sein Chef kommt aber, oder sein Kompagnon kommt zu ihm und sagt, dass Warner, also die Firma gehört Warner, und Warner, was ganz witzig ist, weil der Film ist ja auch von Warner Bros. Gedreht, Warner sagt zu ihm, hey, wir hätten gerne einen vierten Teil von diesem Matrix-Spiel, kannst du da nicht was machen, lässt du mal dein anderes Spiel sein und so. Er sagt, ah, nee, was soll da, was soll man da für neue Geschichten noch erzählen und so, gibt doch nichts, da alles erzählt, ist doch abgeschlossen und so. Und er lässt sich danach aber halt überreden, aber es fühlt sich alles irgendwie seltsam an. Es wird so ein bisschen erzählt, was dann nach diesen letzten Teilen so passiert ist. Also die Welt ist mittlerweile aufgeräumt worden und ja, deswegen arbeitet er jetzt dort und er hat halt seine Erlebnisse aus dieser Zeit in diesem Spiel verarbeitet. Aber irgendwie wirkt doch alles noch ein bisschen komisch und man weiß jetzt nicht genau, befindet er sich in der Matrix oder stimmt mit ihm irgendwas nicht? Er geht auch zu so einem
Psychiater, gespielt von Neil Patrick Harris, zu dem sogenannten The Analyst, der ihn quasi analysieren soll, und er hilft ihm immer ein bisschen wieder. Er sagt halt, dadurch, dass er sich so reingestürzt hat in diese ganze Thematik mit dieser Matrix-Programmierung damals, und weil das da sein Lebenswerk quasi ist, hat er halt immer mal so, ja, so Träume davon, von dieser Matrix und so. Und ja, viel mehr möchte ich jetzt erstmal nicht verraten, denn weil das ist noch ein bisschen dieses ganze Spiel so, was ist da jetzt wahr? Was ist da? Ist der jetzt in der Matrix, oder es sieht eigentlich alles ganz echt aus, und was ist da los? Und an ihn treten dann auch diverse Leute noch mit heran, und er trifft natürlich auch seine Trinity, beziehungsweise hier heißt sie nicht Trinity, sondern Tiffany, wieder gespielt von Carrie Ann Moss. Die ist eine Mutter, die hat zwei Kinder und einen Mann. Da trifft sie manchmal in einem Café, und es fühlt sich halt so an, als würde er sie wie so Liebe auf den ersten Blick, und als würde er sie ewig kennen. Und er kennt sie halt auch aus dem Spiel, weil da hat er sie verwirklicht in diesem Spiel. Und davon handelt so dieses erste Drittel vom Film, und viel mehr möchte ich jetzt erstmal nicht verraten, beziehungsweise das erste Drittel ist jetzt noch lange nicht zu Ende, weil da kommt dann noch einiges. Und es gibt dann natürlich wieder sehr viele Action-Szenen, es finden dann auch Sachen in der Matrix statt, aber wie man dann da hinkommt und ob das so ist oder so ist, das will ich jetzt mal alles nicht sagen. Es gibt auch noch eine ziemlich witzige Post-Credit-Scene, und die ist wie bei Spider-Man wirklich ganz, ganz, ganz am Ende, also wirklich, wenn alles vorbei ist, also wenn jegliche Senderlogos und Synchronsprecher vorbei sind, dann kommt nochmal eine witzige Post-Credit-Scene, also unbedingt noch sitzen bleiben bis ganz zum Ende. Und eine Kritik muss ich noch sagen, weil das klang jetzt ein bisschen vielleicht ganz positiv und so, in der Mittelteil des Films, der hat mich nicht so ganz überzeugt, der spielt dann quasi in der Nachfolgewelt von Zion, von dieser Stadt, den die Menschen da gebaut haben, die heißt aber jetzt I.O., und ja, die Menschen haben es jetzt mittlerweile geschafft, auch Pflanzen zu züchten, weil sie quasi den genetischen Code analysiert haben und konnten die halt quasi nachbauen, und ja, da sieht jetzt alles etwas besser aus als damals, und ist alles nicht so ein wilder anarchischer Haufen, sondern sieht schon etwas besser aus. Insgesamt hat es mir eigentlich ganz, ganz cool Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch viele verheerende Kritiken gelesen, die es durchaus gibt, weil man kann definitiv mehr als ein Haar in der Suppe finden bei dem Film. Aber speziell das erste Drittel und das letzte Drittel haben mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch die Szene im Trailer sieht man ja, da gibt es diesen Song Chasing Rabbits von Jefferson Airplane. Und da gibt es im Film so eine schöne Montage. Oh, die hat mir total gut gefallen. Da gab es sehr viele Szenen, sehr viele witzige Szenen. Gut pointierte witzige Szenen, wo im Kino gelacht wurde, teilweise applaudiert wurde. Und ja, hat echt Spaß gemacht. Wenn der Mittelteil nicht gewesen wäre, würde ich ihn wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher bewerten. So bleibe ich bei 7,5 von 10. Ist für mich die beste Matrix-Fortsetzung. Kommt jetzt nicht ganz an Teil 1 ran. Aber wenn man jetzt Teil 2 und 3 einfach wegstreicht und sagt, okay, das ist der nächste Film, dann bin ich zufrieden. Ist sehr viel Fanservice drin. Ich hatte es ja auch auf Instagram kurz geschrieben. Also ungefähr 50% Fanservice. Kommen auch einige Szenen aus der ersten Matrix, aus dem ersten Teil, auf die Bezug genommen wird. Und manchmal so Sachen im Hintergrund, die mir viel Spaß gemacht haben und so. Ja. Und coole neue Erfindungen, wie man mit der Matrix umgeht, wie man sich einloggt, wie man das Ganze alles so macht und so. Ach, hat echt Laune gemacht. Geht da mal ins Kino rein, wenn ihr Spider-Man schon gesehen habt, weil ich würde sagen, so als erstes Spider-Man gucken und dann vielleicht Matrix, und dann habt ihr eigentlich alles, was so Kino-Leinwand braucht, erstmal gesehen, bis auf die Sachen, die sonst noch kommen. Und ja, dann, ich weiß nicht, ob ich euch Lust gemacht habe, wenn ihr da zufällig reingehen wollt, ich würde nochmal mitkommen, weil den fand ich doch ganz okay, und ansonsten machen wir mal weiter mit dem. Ich möchte das ganz kurz, Erik. Achso, du hast ihn ja nicht gesehen, okay. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Dann trinke ich mal einen Schluck. Also, ich habe ja, du warst ja ziemlich hyped drauf. Ich habe von vornherein gesagt, es holt mich überhaupt nicht ab. Jetzt habe ich deine Kritik dazu gehört. Und ich habe immer noch keine Lust drauf. Es tut mir echt leid. Ich habe jetzt gedacht, dass du jetzt richtig sagst, oh mein Gott, und wie großartig, und das war so super. Auch von deiner Wertung her mit 7,5 her, hätte ich jetzt echt gedacht, da kommt bestimmt so 8, 9 Punkte locker raus. Mich holt es leider echt immer noch nicht ab. Nee, 8, 9 Punkte war halt nicht, dadurch, dass er einen sehr, sehr langatmigen Zwischenteil hat. Matrix ist halt immer dann sehr stark und gut,
bei den Szenen in der Matrix oder bei den Szenen, wo jetzt ja, quasi so Leute reingeschickt und rausgeholt werden und sowas. Das fand ich eigentlich immer so das Spannende oder so. Oder die Leute, die in der Matrix sind, die jetzt nicht genau wissen, was und wie und wo. Und die Szenen, die da auf Zion gespielt haben, wie jetzt im zweiten Teil, die waren immer so, boah, oder diese riesen Ork hier war, okay. Und diese dämliche Ansprache damals von Morpheus, also die war, also man kennt ja so Kinoansprachen, so Ansprachen in Filmen, wenn so Leute motiviert werden, bei Independence Day oder bei Braveheart, ne, wenn dann so Leute vor der Masse stehen, so, ey, wir müssen in den Krieg ziehen, oder so, also diese dämliche Ansprache von Morpheus, ja. Also das war ja, nee, also die Szenen auf Zion, absolut dämlich, und da war halt auch wieder wirklich fast das ganze mittlere Drittel spielt auf Zion. Die haben ganz coole Sachen da jetzt entwickelt, dass sie halt, es gibt ja Wesen, die quasi nur in der Matrix existieren, und die können sie aber dort dann visualisieren mit so Nanopartikeln, dass die dann quasi sich darstellen können in der realen Welt und so. Das war ganz witzig, und okay. Ja, so andere Szenen waren ganz nett. Ja, aber insgesamt der ganze mittlere Teil, wenn der nicht so gewesen wäre, wenn der nicht so bäh gewesen wäre, dann okay. Der Anfang war sau cool. Der als Game Designer und so mit seinen langen Haaren, wie damals, wo er hier als hier Cyberpunk beworben hat und so, weißt du. Und ja. Dann gibt es auch in dieser Firma, da gibt es coole Leute, die dann so brainstormen und wie machen wir das jetzt? Und das sind so viele selbstironische Anspielungen. Ey, da hat das ganze Kino so einen Spaß gehabt. Und auch natürlich in der letzten Szene bei dem furiosen Finale, würde ich mal sagen, was auch nochmal wirklich fast eine halbe Stunde geht. Also das war wirklich der Wahnsinn. Aber der Mittelteil, der kackt halt echt ab. Aber trotzdem sehenswert, wer Matrix an sich mag. Alright, dann was haben wir alle gesehen? Encanto. Im Heimkino. Warte mal, Heimkino. Heimkino. Encanto gibt's jetzt auf Disney Plus. Nachdem wir ja immer den gelesen hatten in den Kinocharts. Und ja. Dann haben wir gesehen, dass es den auf Disney Plus gibt. Und ich wollte ihn schon gucken am 24. Früh, da gab es den noch nicht. Und dann habe ich ihn später geguckt. Und ihr habt ihn ja auch. Dann erzähl doch mal, ihr fand den, glaube ich, etwas besser als ich. Ja, ein Ticken besser. Encanto ist Animationsfilm von Disney, so ein bisschen abgezielt, sage ich gleich, versucht auf die traditionelle Disney ich krieg's nicht mehr zusammen, den Zauber von Disney aufzubauen. Geht um die Familie Madrigal, die in einem Dorf namens Encanto lebt, und das ist in den Bergen Kolumbiens. Und von dieser Familie Madrigal hat jeder eine besondere Begabung, eine besondere Gabe. Also die eine Schwester ist super stark, die andere ist hübsch und kann Blumen wachsen lassen. Die nächste Cousine kann super gut hören, und also jeder hat so ein Stück weit oder hat eine besondere Fähigkeit, und das brauchen die auch, um ihre Familie zu schützen, weil es gibt da eine Vorgeschichte mit, dass die Großmutter mit ihrem Geliebten vertrieben wurde, und er hat sich dann quasi dafür geopfert, dass ihre Familie Schutz findet, und ganz arg viele sind dann in diesem Dorf, haben sie da begleitet und leben jetzt an der Seite der Familie Madrigal eben in diesem Dorf in Kanto und leben dort in Sicherheit und alles ist gut. Und da, die Hauptcharakterin ist die kleine Mirabel, die Mirabel. Und Mirabel hätte auch zu ihrer Zeit eine besondere Fähigkeit bekommen sollen. Also da geht es immer um so eine Zeremonie, dann gibt es so eine Türe und da dahinter ist dann das, was sie hat. Nur bei Mirabel hat das Ganze nicht funktioniert. Da hat sich irgendwie nichts getan. Das heißt, Mirabel ist so ziemlich die einzige ohne besondere Fähigkeit in der Familie. Außer halt die von außen Angeheirateten. Und das macht das ganze Familienleben auch ein bisschen schwer für sie, weil ihre Familie halt, also die Oma ist immer noch so schwer enttäuscht, dass da nichts ist, und trotzdem versucht man so Zusammenhalt zu haben, und dann wird eben der neue kleine Cousin auch eingeführt, der ist so ein, wie alt ist man da, 5, 6 oder sowas,
Der bekommt dann die Fähigkeit, mit Tieren zu reden. Und da hat Mirabelle eine Vision, dass eben das Haus bei ihnen zusammenbricht und kaputt geht. Und sie will dann auch wissen, warum, wieso, weshalb. Die Spur führt dann zu ihrem Onkel Bruno. Und Bruno ist auch so etwas wie verstoßen von der Familie. So ein bisschen, also nicht wirklich verstoßen, sondern er hat sich extrem zurückgezogen, eigentlich die Familie mehr oder weniger verlassen, weil Bruno in die Zukunft blicken kann. Und da hat er sich im Dorf sehr unbeliebt gemacht, weil er zum Pfarrer zum Beispiel gesagt hat, dir fallen alle Haare aus. Zunächst hat er das gesagt, das alles als so negative Sachen einfach auch. Aber er hat teilweise halt seine Visionen auch noch nicht komplett zu Ende geschaut. Und das ist das große Problem. Auf jeden Fall, Mirabelle macht sich dann auf die Suche nach Bruno und natürlich auf die Suche nach ihrer Fähigkeit und nach ihrem Platz in der Familie. Darum geht es in Encanto. Ja. Habe ich das richtig zusammengefasst, Kate? Ja, hast du. Und es wird viel gesungen. Es wird viel gesungen, das ist richtig, und das ist einer der, wie ich finde, großen Knackpunkte in diesem Film. Ja, definitiv. Weil der Film an sich eine echt schöne Geschichte erzählt, eine auch relativ wichtige Geschichte auch erzählt, eine sehr tolle und wichtige Botschaft auch mit sich trägt. Nur selbst mir wurde ein Stück weit zu sehr wieder auf Lieder abgezielt bei dem Film, die dann im Endeffekt ja vielleicht so ein bisschen den Charakter beschreiben. Aber das haben wir von Disney schon um Längen besser gesehen. Also wenn ich da jetzt einfach mal den Vergleich bringen darf zu Ariel zum Beispiel. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Bei Ariel werden halt auch wirklich mit den Liedern noch Geschichten weitererzählt und auch gut weitererzählt. Und das sind auch richtige Ohrwürmer. Ich meine, wer kennt nicht Unter dem Meer? Unter dem Meer. Schon fangen die Beine an zu bücken und sowas. Und sowas, finde ich, fehlt in Encanto leider. Es ist sehr viel drauf ausgelegt, dass man perfekt ein Musical draus machen kann, weil es ganz, ganz tolle, typische Musical-Lieder einfach sind. Aber in dem Fall ist es für mein Empfinden leider wirklich so, dass ein toller Film durch nicht stimmige Lieder torpediert wird. Und das ist sehr schade. Das ist der große Kritikpunkt, den ich an Encanto habe. Das ist auch mein großer Kritikpunkt, ja. Von Erik, der mag sowas ja total, wenn da so viel gesungen wird. Das ist genau seins. Da ist der immer voll dabei. Der schaltet immer die Texte unten ein, damit er mitsingen kann, weil er das total feiert, sowas. Oder habe ich das falsch in Erinnerung, Erik? Nee, das war schon... Also es ist... Der Film... Es gibt 8 Songs in dem Film. Und man kann die Uhr danach stellen, exakt alle 10 Minuten kommt ein Song. Also es wurde beim ersten Mal nach 10 Minuten ein Song kam, dachte ich, okay, jetzt ist hoffentlich der eine Song weg, der immer in diesem Film drin ist und so. Nee, nach genau exakt 20 Minuten kam der nächste Song. Und dann nach 30 Minuten habe ich zu meiner Frau gesagt, weil wir haben es beide geguckt und der Kleine war schon längst gegangen, der fand die Story doof. Und da habe ich gesagt, ey, wenn jetzt nach 40 Minuten... Wenn die wieder singen, mach ich aus. Und dann Punkt 40, zack, wieder ein Song. Also, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass es so nach Reißbrett ist und genau so eine typische Reißbrett-Geschichte, wie du es eben erwähnt hattest, wo einem alle Türen offen stehen, da irgendwas draus zu machen, ein Musical draus zu machen, ein Hörspiel draus zu machen für Kinder, wo man irgendwelche Sachen, Spielzeug verkaufen kann. Das ist wirklich ein absolutes Reißbrett-Vehikel, mit Songs zu mitsingen hier für die Kinder und so. Ey, das war, die Story fand ich ja auch ganz interessant, aber ich konnte es einfach nicht ertragen, dass die ständig, wenn es gerade ein bisschen spannend wurde, fing die an mit Singen. Oh, dachte ich, nee. Ey, das bringt mich so raus. Nee, muss ich nicht haben. Deswegen nach 40 Minuten halt ausgeschaltet. Ich fand halt auch, dass die Songs nicht zum Mitsingen gedacht waren. Die waren einfach, für mich war das kein Disney-Film, für mich war das ein Musical. Als Film. Mhm. Weil wenn ich an einen Disney-Film mit Songs denke, dann denke ich an, wie du schon gesagt hast, Ariel oder an König der Löwen, wo die Songs so platziert sind, dass sie nicht zu viel sind, dass sie nicht die ganze Story erzählen, sondern dass es so Momentaufnahmen sind,
Wie jetzt zum Beispiel, ich will jetzt gleich König sein. Das ist ein Gefühl, was er hat. Das lebt er in dem Song aus und dann geht die Geschichte weiter. Bei Encanto wurden ganze Lebensgeschichten erzählt in den Songs. Ja, natürlich. Aber er ist eine Momentaufnahme. Ja? In Encanto werden ganze Gefühlsausbrüche in Songs erzählt und ganze Familiengeschichten. Das muss nicht sein. Also für mich fand es total in Ordnung, dass Simba mit seinem Vater auf dem Stein saß und ihm die Prärie erklärt hat und nicht da draußen einen Song gemacht hat, ja, dass ihm das alles gehört eines Tages. So, aber bei Encanto war es, das war einfach ein Musical, das war kein Disney-Film, das ist ein Musical. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil, also es gibt Disney-Filme, die guckst du einmal und dann hast du einen Ohrwurm, wie bei Frozen mit Let It Go. Das ist so ein einprägsamer Song, der geht, den hört man einfach, den singt man mit oder unter dem Meer oder ich will jetzt gleich König sein. So. Das sind für mich schon klassische Disney-Songs. Ich habe keinen einzigen Song von denen im Kopf, weil die teilweise auch viel zu viel Text hatten. Die sind so schnell gesungen und melodiert worden. Ich habe teilweise gar nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ich habe auch nicht verstanden, weil ich sie ignoriert habe. Oder habe ich in der Zeit aufgeregt. Selbst bei Vaiana gibt es diesen einen Song. Das war ja von demselben Macher sogar, den man toll findet. Wo ich auch dachte, und, ja okay, Vaiana, genau. Vielleicht ein Song, der haut gut rein, das ist halt der Song und das that's it. Aber nee, genau, alle 10 Minuten hier, furchtbar. Nee, also Encanto hat mich dahingehend sehr enttäuscht. Die Story selber ist süß. Ich finde es auch schön, dass Disney, was seine Geschichten angeht, immer bunter wird. Aber es ist kein Disney-Film, es ist ein Musical. Es ist einfach ein Musical. Ja, so ist es. Also von mir wirklich nur 3 Punkte mit dem Vorbehalt, dass ich nur 40 Minuten gesehen habe. Vielleicht wäre es noch besser geworden. Aber wie gesagt, mein Kleiner, der normalerweise auch immer so gerne Animationsfilme und so guckt, dem war es dann irgendwann zu blöd. Der ist auch gegangen. Hat dann Switch gespielt. Ja, da hat er wahrscheinlich weniger gesungen. Von mir gibt es tatsächlich trotz allem 6 Punkte, weil ich halt in dem Fall trotz allem was Kritikpunkte sind, die Message des Films drüber stellen und die ist einfach super wichtig und die finde ich super schön auch und deswegen für mir 6 Punkte. Ich gebe ihm 5. Okay. Wobei, weil du gerade sagtest, das Singen hat meinen Kleinen jetzt gar nicht so gestört, weil der guckt doch so Filme und Serien, wo gesungen wird, das ist dem egal, aber die Story fand er jetzt nicht so... Okay, dann geht's weiter mit Noel, der nächste weihnachtliche Film. Kate. Ja, ich habe mir Noel geguckt und ich hatte schon befürchtet, dass ein Film ist mit Anna Kendrick, in dem es um Weihnachten geht, das gesungen wird, aber es wird nicht gesungen. Doch, die Elfen singen mal kurz. In Noel wird nicht gesungen. Der Elfenchor singt mal kurz. Ja, der Elfenchor, aber der zählt ja nur als Sidekick. Da habe ich schon einen Schreck gekriegt, muss ich sagen. Aber sie haben gleich aufgehört. Hast du es auch angeguckt? Ja, klar. Du hast mir doch empfohlen. Na, super. Ich gucke, wenn mir was empfohlen wird. Also, worum geht's? Es ist eigentlich ganz einfach. Die Familie Kringle wohnt am Nordpol. Papa Kringle ist der Weihnachtsmann, hat 2 Kinder, einen Sohn Chris und eine Tochter Noelle. Und eines Tages wird dann klar, irgendwann muss Chris den Job übernehmen, falls Papa nicht mehr ist. Und so werden die Kinder eben im Weihnachtsgeist erzogen. Beide haben auch noch nie den Nordpol verlassen oder ihr Dorf verlassen. Und leider passiert, was passieren muss. Der Weihnachtsmann stirbt und der Sohn soll übernehmen. Chris ist allerdings von dem Ganzen sehr überfordert und muss das alles lernen, was man so als Weihnachtsmann lernen muss, wie man da die Geschenke verteilt und wie man sich anschleicht und welchen Zauberspruch man benutzen muss, um den Kamin zu weiten und da reinzukommen. Und es klappt irgendwie alles nicht. Und dann versucht Noel ihm zu helfen, merkt aber, wie gestresst er ist und sagt ihm dann, nimm dir doch mal ein Wochenende frei, entspann dich und starte dann am Montag wieder voller Energie.
Und er durchblättert die Zeitungen, die Noelle immer von ihrem Papa mitbekommen hat, von seinem Rundflug über die Erde, und findet da auch Inspiration und verschwindet. Vor allem, muss ich mal kurz einhaken, Allerdings, siehst die Zeitung, ne? Da steht so: Die besten Tipps für Entspannung. Maui, Hawaii, Phoenix, Arizona und dann noch irgendwie was Florida oder Bermuda, sowas. Wo ich, da habe ich schon bei der Zeitung gesehen, da habe ich zu meiner Frau gesagt: Ey, Phoenix, Arizona, da haben wir im Büro, wenn die Kollegen erzählen, klingt das nicht besonders wie ein Reiseziel oder so. Und dann zack, ist es Ich war dort, ich finde, das ist ein Reiseziel. Ja, ich meine so jetzt, Sehr schöne aber, Stadt. im Gegensatz zu Maui und Bermudas und was nicht alles, Bahamas. Ich wäre auch eher auf die Bermudas gegangen. Genau, aber sie müssen natürlich nach Phoenix, weil da lässt sich natürlich wesentlich leichter drehen als hier auf Maui oder so. Das fand ich dann so witzig, oder? Phoenix, machen wir weiter. Genau, auf jeden Fall haut er dann ab und alle machen natürlich Noelle dafür verantwortlich, dass, weil sie hat ihm ja quasi diesen Floh ins Ohr gesetzt. Und also begibt sie sich ebenfalls aus die Außenwelt des Nordpols und sucht ihren Bruder und findet natürlich dann raus über die Zeitungen, dass er in Phoenix, Arizona ist und fliegt dort mit den Rentieren und dem Weihnachtsschlitten hin. Und und landet in einer und der Mall. Elfin hier, Sissy Spacek, kommt Ja, auch noch mit. ihre Nanny kommt auch mit, weil sie muss ja aufpassen. Und dort begibt sie sich dann auf die Suche nach ihrem Bruder, was sehr, sehr lustig ist, weil sie kennt ja die Welt nur aus ihren Zeitungen und sonst gar nicht und weiß mit bestimmten Dingen nichts anzufangen, aber sie macht das auf eine sehr charmante Weise. Und ja, ich will gar nicht so viel verraten. Auf jeden Fall ist es halt so, Oh, dass sie dann schade. rausfindet, dass sie mit ihrem Papa mehr gemeinsam hat, als sie dachte. Und sie findet auch ihren Bruder und dann geht es eben darum, ihn zu überreden, zurückzukommen und Weihnachtsmann zu werden. Sie heuert dann noch einen Mit Hindernissen Privatdetektiv an und selbstverständlich. so. Genau, sie Privatdetektiv. hört noch einen Privatdetektiv Dem zeigt sie an, immer das der Bild sehr vom nett ist Weihnachtsmann. und Können Sie so. den mal finden? Ja, es ist sehr süß. Also es ist halt mal eine andere Geschichte vom Weihnachtsmann und seiner Familie. Aber ich fand es sehr, sehr charmant. Ich fand Anna Kendrick in der Rolle sehr schön. Hat mir gefallen. Ja, Bill Und es wurde Hader. nicht gesungen Bill von Hader, ihr. der ja quasi Und Bill ihren Hader Bruder. als Nick Kringle, ja. Ja, Cheryl MacLaine als Elfe Polly. Ach, Cheryl Das war MacLaine war sehr es, nicht süß. das Basic, ja, Ja. Cheryl MacLaine, genau. Ja. Das war sehr knuffig. Also kann ich absolut empfehlen. Kann man auch mit Kindern gucken. Ja, Ja. definitiv. Süße Geschichte. Gibt's auf Disney Plus. Schöner Weihnachtsfilm, muss ich echt sagen. Also da im Gegensatz zu irgendwie, was haben die hier, dieses Remake von Kevin allein zu Hause, über was wir nicht reden brauchen. Also da ist das auf jeden Fall absolut empfehlenswerter Weihnachtsfilm, der sehr viel Spaß macht. Es ist sehr lustig und es ist nicht so dieser, hat es wirkt manchmal ein bisschen, es gibt ja diese französische Komödienserie, Die Besucher, wo die dann so aus dem Mittelalter herkommen, so alles ist anders. So ähnlich ist es hier auch. Sie kommt halt dann in die große, echte Welt und ist irgendwie alles so ein bisschen anders, aber es hat halt wirklich einen sehr charmanten Humor. Das ist nicht so, dass alles so, was sie sich da so aus der Kloschüssel trinkt oder sowas, weil sie es nicht kennt oder so, sondern es ist halt wirklich eine sehr, sehr angenehme Art von Humor, sehr, sehr wohlfühlig, der ganze Film, würde ich mal sagen. Und weil. Süß ist halt auch, dass sie halt in Phoenix hockt, in der brütenden Hitze und immer noch ihre Weihnachtsoutfits anhat. Ja, Mütze Mit und Schal und Handschuhe. Mütze und Handschuhe. Warum hast du Handschuhe und Mütze an? Ja, weil es zusammengehört. Das ist halt einfach so. Das ist uns echt knuffig gemacht. Also, kann mir das gar nicht vorstellen mit einer anderen Schauspielerin, jetzt wo ich den Film gesehen Nee. habe. Ich finde, die passt da sehr, sehr gut rein. Dann ist auch in Phoenix ist da schon alles so ein bisschen auf Weihnachten dekoriert, die ganzen Malls und so. Und da gibt es auch so Es sind ja noch 2 Tage bis zu ein Weihnachten. Weihnachtsausbildungsprogramm für Weihnachtsmänner und so. Und alles irgendwie so auf Weihnachten gemacht. Und dann vor allem auch so immer die Kommentare, sie stehen aber ganz schön auf Weihnachten, ne, wenn sie da irgendwo irgendwas. Ich fand das sehr, sehr charmant und sehr schön, der Film. Und das ist, glaube ich, so ein kleines Ding. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen untergegangen unter diesen ganzen anderen Filmen. Wenn du es mir nicht empfohlen hättest, ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist, ob das mal bei dir reingespült wurde in auf die Startseite oder. Ich hab mal einen Trailer davon gesehen und fand den ganz süß. Und dann habe ich ihn irgendwie übersehen und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal einen Weihnachtsfilm gucken. Und habe dann einfach mal bei Disney Plus geguckt, was es gab, weil die haben ja so eine Rubrik Weihnachten. Und da habe ich Noelle gesehen. Und dachte, jetzt guckst du den an.
Schön fand ich übrigens auch, dass, wie sie halt in dieser Welt groß geworden wird und zum Beispiel, wenn sie flucht oder so, das hat alles Weihnachtsbezug. Ja. Oder wir sagen, du hast nicht alle Tassen im Schrank, sie sagt halt alle, du hast nicht mehr alle Kugeln am Baum. Ja, genau. Oder und das ist halt, und das ist so, das klingt so echt und so natürlich. Das ist, ja. Oder wenn jemand süß. Irgendwas macht oder so, sagt, das war aber jetzt unartig. So, ja, genau. Sie teilt das immer so ein in artig und unartig. Das war unartig. Ja. Ja. Sehr schön. Chris, du hast nicht geguckt, oder? Ja. Nee. Dann steht Nein, bei dir nicht. Ich möchte ihn, glaube ich, auch nicht. Ach sehen. Doch, das ist schöner Weihnachtskitsch. Also definitiv, also in der Weihnachtszeit hat er mir sehr gut gefallen. Unterm Jahr würde ich den, glaube ich, nicht angucken, aber ich glaube, ich gucke den nächstes Jahr wieder an. Ich glaube es auch. Ja, war echt eine schöne Einstimmung hier. Also von mir 8 Punkte Weihnachtsfilm. Ich glaube, man kann den auch noch gucken, wenn ihr den jetzt hört. Ja, du auch. Wenn ihr den jetzt hört, klickt den mal auf Disney Plus. Dann, wenn ihr noch ein bisschen Weihnachtsstimmung seid. Und ansonsten kommt die Weihnachtsstimmung definitiv nochmal wieder. Das verspreche ich euch. Und ja, übrigens, der Macher des Films, der hat zum Beispiel die Storys geschrieben für Miss Undercover und hat selber auch den Film gedreht, Mitten ins Herz, ein Song für dich zum Beispiel und ein Chef zum Verlieben. Ja, könnte man kennen. Deswegen hat auch so eine ähnliche Tonalität hier. Und Chef zum Verlieben hatte ich mal in der Sneak Preview damals noch in Gera. War auch ganz gut. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Film, den ich euch beiden empfohlen hatte, den keiner geguckt hat. Wie immer halt. Ne? Ron läuft schief. Ron läuft schief ist auch ein Animationsfilm. Und hier geht es darum, dass alle Kinder, oder besser gesagt, es gibt dort so einen weltweiten Tech-Konzern in dem Film, wo der eine Typ, der dort arbeitet, sieht ein bisschen aus wie Steve Jobs, ist aber hier extrem evil, also spielt das wirklich sehr, sehr böse, aber es gibt noch so ein Technik, quasi der Steve Wozniak von der Firma, würde ich mal sagen, der aber CEO ist und der hat ein neues Gerät rausgebracht, was er in der Kino zeigt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Minion, würde ich es mal beschreiben. Und dieser Minion, so ein weißer Minion, der passt sich dem Kind an. Das soll so Kindern geschenkt werden. Das ist so der neue beste Freund für das Kind. Der analysiert so, was macht das Kind gerne, was postet das Kind und so weiter. Und kann sich dann halt auch mit anderen befreunden. Kann das Kind neue Freunde finden. Und so ist das eigentlich mal gedacht. Und das ist aber doch, wie es halt immer bei solchen Tech-Produkten ist, ziemlich teuer. Nicht jeder kann sich's leisten. Aber viele Kinder haben das schon, aber ein Kind hat es noch nicht. Und weil hier sein Vater, der hat ganz schön zu tun hier, der arbeitet viel, macht so Online-Vertrieb von diversen Gadgets und so. Und die haben halt nicht so viel Geld. Und der Barney, der wünscht sich halt auch so ein Teil, weil alle seine Freunde haben so ein Ding und die treffen sich halt in der Hofpause und er ist so ein bisschen außen vor. Und irgendwann, weil sein Vater das dann erkennt, dass er gern so ein Teil hätte, besorgt er mal eins, ich will jetzt mal nicht genau ins Detail gehen, ist auf jeden Fall ein kaputtes, der ist mal runtergefallen und kaputt gegangen und der ist nicht ganz okay, der Ron, während alle anderen so mit so einem Betriebssystem hochfahren, wo man das so einrichtet, wie man es so vom iPhone her kennt und so, funktioniert das nicht richtig. Er kann zum Beispiel, hat nur eine Datenbank, die aus A besteht, deswegen kann er viel über Andalusien und Aserbaidschan und sowas erzählen, aber sonst halt nichts und auch die ganze Einrichtung funktioniert nicht. Er ist auch nicht mit dem Netzwerk des Tech-Unternehmens verbunden. Er kann da nichts ziehen, aber er lernt halt viel von Barney und die werden halt wirklich ganz gute Freunde und man erkennt dann auch, dass da doch wesentlich mehr noch dahinter steckt, weil wie die anderen halt so funktionieren und ich will mal nicht zu viel verraten. Es ist eine echt tolle Geschichte und ich habe den vor Encanto geguckt, weil ich wollte eigentlich früher Encanto gucken, und der war noch nicht verfügbar. Da habe ich gedacht, ach, gucke ich den Ron. Und ich habe eigentlich nichts erwartet und bin sowas von positiv überzeugt worden von diesem Ron läuft schief Film, weil da ist so viel Wahrheit drin in dem Film, so viel Herz auch. Es wird nicht gesungen und es ist toll gedreht, tolle Ideen drin, die sehr nah drin sind an der Realität. Ich möchte den allen empfehlen, den Film mal zu schauen. Ron läuft schief gibt's auch auf Disney Plus. Ich gebe 8 Punkte. Und wenn ich mich selber so reden höre, bin ich wahrscheinlich sogar fast noch höher, weil ich glaube, ich habe Bock, den nochmal zu gucken. ja, Ron läuft schief, Empfehlung von mir. Und jetzt die Story kommt mir echt bekannt vor. Ja? Mir irgendwie auch. Mit dem Spielzeug, was also kaputt so ist. Spielzeug ja, kaputt. Ist es vielleicht Chucky, die Mörder?
Vielleicht. Nee, aber ganz, nur mal so, ganz nur so, mal so fies ist es nicht. Ist auch eine schöne weihnachtliche Story mit Herz und so, die man gucken kann. Also ich finde dieser Ron, der sieht ein bisschen aus wie ein Minion-großer Baymax. Das ist nicht doch, der Ron, genau, ja. Ja, so sieht er doch ein bisschen aus, oder? Ja, wie so ein Minion halt, ne? Genau. Und die können auch so, es sind auch einige Star Wars Witzchen drin, weil die können sich auch so verändern, die haben so Skins und so, manche Kinder passen das dann an und so. Sehr, sehr witzig. Also vielleicht guckt ihr doch mal rein, wenn ihr Zeit habt. Oder auch ja, nicht. Ja, ich werde ihn reingucken. Okay, du hast gestern noch zwei halt nicht mehr gereicht. Wollen wir die nächste Woche machen? Die machen wir nächste Woche. Okay, machen wir nächste Woche. Ist zu viel sonst. Dann gucken wir mal ein, was neu im Kino anläuft. Jetzt sind ja noch Ferien, ist ja noch frei. Ich habe auch Urlaub. Vielleicht ist ja was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Erstmal gucken wir in die Charts von den Innenstadtkinos. Auf Platz 5 ein Film, den ich nicht mal mit der Kohlenzange anfasse. West Side Story, das Musical, die Verfilmung von Steven Spielberg. Ja, schade. Platz 4, Encanto. Läuft der noch im Kino? Läuft immer noch im Kino. Und sind wir mal gespannt, wie lange der noch im Kino läuft, wenn er jetzt auf Disney Plus kommt. Ja gut, hat ja nicht jeder Disney Plus und Kino ist halt doch noch was anderes, große Leinwand und so, wenn du da mit Freunden gehst. Jetzt in Ferien vielleicht. Gibt ja keine Alternative gerade an Animationsfilmen im Kino, oder? Auf jeden Fall Platz 3, House of Gucci. Immer noch, Ridley Scott. Ja, den haben wir auch noch nicht gesehen. Der Fire meint da Sneak-Verlosung drin. Da warte ich im Kino. Und dann noch Platz 2, Matrix Resurrections. Das ist ja das, was der Erik uns schon gezeigt hat. Geht da alle rein. Matrix Resurrections. Wird nicht Platz 1 werden, glaube ich nicht. Spider-Man No Way Home wird keiner so schnell überholen, weil der zieht doch eine breitere Masse an, denke ich. Zu übrigens, Recht, ich kenne jetzt schon Leute, die schon dreimal drin waren. In den USA übrigens auch Platz 1 mit einem Einspielergebnis vom letzten Wochenende von 260 Millionen. Das ist ein Haufen Schotter. Definitiv, ja. Ich kenne aber auch niemanden, der den Film bisher scheiße fand. Ja. Das kommt noch hinzu, Stimmt, ja. Und immer noch der No-Spoiler-Tag, also absolut nichts verraten. Also wenn ihr irgendjemand hört, wenn ihr es gesehen habt und irgendjemand hört, der es auch gucken will, nichts verraten. Auch so jetzt, ne? Kleiner Hinweis. Ja. Übrigens, in USA Platz 2 in Kinocharts. Encanto hat letztes Wochenende nur 6,5 Millionen gemacht. Ne? Also das ist wirklich eine breite Distanz. Nur. Naja, im Vergleich zu Platz 1 260 Millionen, zu Platz 2 6,5. Dein Gesicht möchte ich mal sehen, Erik, wenn jemand kommt und sagt, wir haben dir leider nur 6,5 Millionen Dollar aufs Konto überwiesen. Würde ich sagen, sagst du, nur? Sag ich, das hättest du auch mal aufrunden können auf 7, ne? Oder auf 10. Oder wie hieß das bei Succession, Kate, bist du schon so weit, wo es heißt dann so, also so 10 Millionen, also das ist ja zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, also wenn du da in dem Bereich der Reichen mitspielen willst, da sind ja 10 Millionen gar nichts, also was soll das? Guck, das ist das Schöne, das finde ich gar nichts. Es kommt jetzt drauf an, wo das kommt, ich bin erst bei Staffel 3. Nein, da war das schon. Das war da irgendwie Staffel 2, wo Greg gesagt bekommt, wie viel er aus dem Pflichtanteil von seinem Vater erbt. Ach so, ja, stimmt. Wo die anderen Superreichen dann so sagen, ey, was? Das ist doch gar nichts. Was willst du damit? Also da bist du, kannst du bei den Reichen nicht mitspielen und bei den Armen kannst du auch nicht mehr mitspielen. Also, herrlich. Succession, absolute Empfehlung. Jetzt gucken wir mal in die Neustarts. Kinostarts. Genau, was läuft an? Erzähl. Königin des Nordens, Biopic über die dänische Königin Margarete die Erste, die zu den bedeutendsten Frauen der Weltgeschichte gehörte und die Reiche Schweden, Norwegen und Dänemark zu einem Großreich einte. Okay. Da war ja auch mal eine Sneak-Verlosung. Da vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist ja Montag noch drin. Cinderella, Musikfilm. Keine Ahnung. Russischer Film. Ja, Metropolitan. Jolki 8, Oper. Komödie. Und dieser Schwesternfilm, den ich getippt habe. Ja, Schwestern, eine Familiengeschichte und dann war es. Ja, doch, Der Tod auf dem Nil, Best of Cinema, läuft auch nochmal an. Das ist aber nicht. Kesisme Iji Ki Varsim Eren Bulbul. Das ist aber eine Wiederaufführung. Ein Drama. Oder? Ich würde mal sagen, das ist eine österreichische Produktion. Also Schwestern. Ja, viel läuft nicht an, ne? Schwestern mit Isabel Adjani.
Genau, die leben zusammen. Als Kind wurde sie von ihrem Vater verschleppt und im gerade entkolonialisierten Algerien versteckt. Als Zora beschließt, ein Theaterstück zu inszenieren, das auf den traumatischen Erlebnissen ihrer Kindheit basiert, wird dies zum Tabubruch und Verrat angesehen. Und, schwierig, schwierig. Gucken wir mal, ob uns das erwartet. Vielleicht in der Sneak Preview, dann hört ihr nächste Woche hier ein bisschen mehr drüber im Kinocast. Okay, ja. Dann war es das mit den Neuvorstellungen. Eine Trailer-Vorstellung hatten wir noch letzte Woche schon reingeschrieben gehabt, da wollten wir aber auf die Kate warten. Neue Filmtrailer. Müssen wir mal die Expertin jetzt mal fragen, was hältst du vom neuen Fantastische Tierwesen 3 Trailer, den ich auch mit verlinken werde? Der sieht sehr gut aus. Ja? Okay. Ja, der sieht sehr gut aus. Ich finde die Lösung, die sie jetzt für Grindelwald getroffen haben, sehr gut, dass das jetzt Mads Mikkelsen macht. Es sieht wieder furios aus, aber wie wir es halt von diesen Trailern kennen, ist es ja nie in der Reihenfolge, in der es tatsächlich im Film vorkommt. Deswegen ist es teilweise ja auch anders geschnitten. Ich kann noch nicht zu viel zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall endlich, die Geschichte von Dumbledore und Grindelwald zu erfahren und auch Newt weiter kämpfen zu sehen für die Tierwesen. Ich bin gehypt. Ich kann es kaum erwarten, dass der 22. April da ist. Oh, das ist ja noch eine Weile hin. Das sind ja noch, ist ja noch 3 Lockdowns hin. Bis der mindestens. Kommt. Ja. Das ist ganz schlimm. Kommt da, den drehe ich dann auch hier Madness of Multiverse. Ja, um den Dreh kommt es auch. Kann das sein, dass das da. Ja, schauen wir mal. Ich muss vielleicht. Also, es sieht sehr gut aus. Sieht besser aus als der Trailer zum zweiten Teil. Ja, ich fand den Trailer jetzt von dem dritten, also ich kenne ja die Filme nicht, habe die noch nicht gesehen. Ich habe ja nur erstmal Harry Potter aufgeschlossen. Ich fand den Trailer jetzt auch sehr gut geschnitten und er macht Lust auf den, was die vorhergehenden Fantastische Tierwesen-Trailer nicht gemacht haben. Der macht zumindest für mich jetzt Lust, den zu sehen, weil da interessiert mich irgendwie, was versteckt sich da, worum geht's da. Das hatte ich bei den anderen nicht, vielleicht muss ich die anderen mal gucken. Vielleicht ist es hier wie bei Harry Potter auch, dass der mit steigender Anzahl von Nummerierungen besser wird. Es ist halt, teilweise ist es halt einfach wichtig, Vorgeschichten zu kennen. Das ist halt wie jetzt bei Harry Potter, du musst den ersten Teil gesehen haben, um das Ende zu verstehen. Oder die ersten 2, 3 Teile gesehen haben, um das Ende zu verstehen. So ist es bei Fantastische Tierwesen auch. Du musst erst die Vorgeschichte über Newt und die Geschichte über... Also du musst erst Newts Geschichte und die Menschen, die er trifft, verstehen, um dann die Geschehnisse um Grindelwald und Albus Dumbledore zu verstehen, um dann aber wiederum viel schon Neues zu erfahren, was in den Harry Potter Filmen noch nicht gesagt wurde. Was aber alles darauf hinausläuft. Okay. Das ist das Spannende. Also es baut alles aufeinander auf und das finde ich super. Ich glaube, die sind auch etwas kurzweiliger als die ersten Harry Potter Filme. Da werde ich vielleicht mal reinschauen. Aber es ist hier wahrscheinlich genau wie bei Jerks. Da muss man auch die erste Staffel gesehen haben, bevor man die dritte versteht. Hey, ganz Insider. Oder hast du gerade Harry oder bei Rick and Morty. Oder bei Rick and Morty. Ja, hat er. Rick and Morty. Hast du gerade Harry Potter mit Rick and Morty verglichen? Wenn wir bei Serien sind, können wir gleich mal einen Blick rüberwerfen. Serien. Chris hat eine Serie mal geguckt, das ist selten. Ja, auf Anraten eines einzelnen Herren hier im Podcast mit die musst du gucken. Ganz so euphorisch war ich nicht. Nächste Grimme-Preis. So euphorisch war ich nicht, kann ich mich erinnern. Der Erik hat mir die Discounter empfohlen auf Amazon Prime. Oh, da habe ich Ausschnitte von gesehen. Das ist so dämlich. Also es geht um einen Supermarkt. Der wird geleitet von Thorsten und dem seine Crew. Es ist so ein bisschen in der Art von, Stromberg gedreht. Auch immer so mit in die Kamera gucken und bliblablub und schlag mich tot. Und erzählt halt diese völlig skurrilen Geschichten des Supermarkts und deren Angestellten und was da halt so passiert im Supermarktalltag. Mhm. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, viel mehr ist ja auch nicht. Es ist halt eine illustre Gesellschaft. Eben. Das Ganze basiert auf einer niederländischen Serie und Christian Ulmen hat sich quasi genau wie bei Jerks halt die Rechte gesichert für so eine Serie für Deutschland, weil die auch
zumindest von der Art her, Jerks ist ja auch so Mockumentary-Stil, wo dann immer mal in die Kamera geredet wird oder so, ja, so absurde Sachen passieren, weil die halt so ähnlich ist, hat er sich wahrscheinlich gedacht, produzierte die mal. Und man sieht auch in der Pilotfolge, spielt halt zum Beispiel Fariyadin auch mal mit, so als, ja, als Zugpferd für die Serie. Es ist natürlich, ja, so wie ich es dir auch gesagt habe, es ist jetzt keine richtig gute, überzeugende Serie, hat aber ein paar witzige Szenen drin und war ganz nett. Ist auch für eine zweite Staffel schon verlängert, weil es doch ganz erfolgreich war. Und es tauchen auch später noch illustre Gast-Cameo-Auftritte auf. Ich will mal Peter nicht... Peter Fox. Ja, zum Beispiel. Ich hab's mal auch. Hab's einfach mal Peter Fox rausgehauen. Genau. Ja. Ich find's, ja, an sich, das Setting, ich weiß nicht, so mit Hamburg und so, wenn es irgendwo anders in anderen Ecken vielleicht gespielt hätte, hätte es vielleicht noch besser irgendwie cooler funktioniert oder wenn das in irgendeinem, ja, wo ein bisschen verschiedene Richtungen gemischt sind, aber hier dieses hamburgische, ja, weiß nicht, das, ja, hat mich nicht ganz überzeugt. Ich guck's trotzdem irgendwie weiter. Irgendwie gucken wir es weiter. Es sind ja nur so 20 Minuten-Häppchen. Ja, weil die Folgen halt so zackig gehen, genau. Ja, und genau. Man hofft halt doch, dass da immer der ein oder andere Lacher drin ist. Es sind auch ein paar witzige Szenen dabei und gerade so die skurrilen Charaktere, der Chef dort und der dann irgendwie mit dieser, ich weiß nicht, also vielleicht, wer Lust hat, guckt mal rein auf Amazon Prime, die kostet Discounter. Kostet ja nichts in dem Fall, wenn man Prime hat. Ja, definitiv. Kann man ja mal machen. Was ich aber echt wärmstens empfehlen möchte, weil Discounter konnte ich ja nicht so wärmstens empfehlen, ist die Serie Faking Hitler, die basiert auf der Podcast-Reihe, die ja quasi ja, es gab ja diese Tonbandaufnahmen, damals bei der Hitler-Tagebuch, bei dem Skandal, wurden ja auch Tonbänder aufgezeichnet von den Telefongesprächen zwischen Kujau und dem Reporter des Sterns und basierend auf der Freigabe dieser Tonbänder, jetzt mittlerweile gibt es eine sehr gute Podcast-Reihe, die auch produziert wurde von Pool Artists und die sehr empfehlenswert ist, wo das Ganze aufgearbeitet wird, diese ganze Skurrilität, diese ganze Facepalm, der da drin steckt, da steckt da so viel Comedy drin in diesem Skandal. Deswegen gab es ja auch diesen Stonk-Film. Ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich nicht mehr im Kino mitbekommen oder so, seid ihr zu jung dazu? Ich habe auch Stonk, aber gesehen. Auch extrem lustig ist. Und jetzt hier spielt Moritz Bleibtreu, spielt Bernhard Kujau mit einem ziemlich interessanten schwäbischen Akzent, würde ich es mal nennen, weil der Kujau kam ja hier aus der Ecke, der hat ja sogar in Ludwigsburg sein Atelier gehabt und so. Lars Eidinger spielt den Reporter vom Stern und die Serie ist fucking gut, also die ist wirklich verdammt gut. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, wie man kann sagen, fast wie Stonk als Serie, aber auch gut gedreht, sehr spannend. Gibt es momentan bei TV Now, also hier auf RTL Plus heißt er jetzt. Und man konnte hier die Pilotfolge konnte man gucken und ich habe mir dann den Rest mal geklickt und die ist wirklich, wirklich gut gemacht, gut aufbereitet, hat sehr viel Spaß gemacht und weil wir ja in der nächsten Fortsetzung Folge nochmal drüber sprechen wollen, werde ich jetzt mal nicht zu viel, aber von mir bekommt er eine absolut hohe Wertung. Es hat wirklich, es ist eine Top-Serie, es ist eine Miniserie, irgendwie so 10 Folgen, glaube ich, oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe die wirklich komplett durchgeguckt und echt gut. Sehr lustig. Dieser ganze abgefahrene Humor, der da drin steckt. Hier wird nicht nur aus den Tagebüchern vorgelesen, man sieht dann auch, wie Kujau irgendwelche Bilder fälscht, die angeblich da Hitler gemalt haben soll und was er da so reindeutet und die ganzen absurden Charaktere, die da so mit am Start sind und wie die alle so jeder wischt so seine Bedenken beiseite, weil er denkt, es ist irgendwie so ein Riesending und ist großartig. Großartig. Faking Hitler. Empfehlung für die Serie. Muss ich gleich husten hier fast. Und ist es was für euch oder eher nicht so? Dieses True Crime? Ich glaube, ich gucke da mal rein. Also mich könnte es tatsächlich interessieren. Ich glaube, ich gucke da mal rein. Okay. Dann sind wir ja schon in der Rätselecke. Hey, Rätselecke, Rätselecke, hey. Rätselecke. Rätselecke. Nachdem der Chris schon eine Woche lang mit den Hufen schauen musste, bis er endlich dran kommt. Ich nochmal alles umgeworfen habe, damit ich nochmal sendungsaktuelle Rätsel habe. Aber natürlich habe ich was vorbereitet Matrix für euch beide. Ja, es geht tatsächlich um Matrix, es geht um Encanto und es geht um
Spider-Man. Encanto. Seid ihr bereit, ihr beiden? 8 Songs, Encanto. Oh Gott, da kommen dann wieder so Fragen wie, wie viel Meter von dem komischen Spider-Web wurde verbraucht? Kann wieder kein Mensch wissen. Ja, dann sag mal, wie viel das war. Erzähl. Erste Frage, ich würde mal anfangen. Wer fängt erste an, Frage ist, wer fängt an mit Raten? Mit Antworten, da ja. Die Dame zuerst. Ach so, okay. Also Kate darf als erstes antworten. Erste Frage ist natürlich, wie viel Meter von dem Spider-Web wurden im Spider... Nein, Encanto ist der 60. Film der Disney Animation-Reihe. Der wievielte ist es, der keinen englischen Namen trägt? Kate, der wievielte? Sind, glaube ich, nicht ganz so viele. Ich würde mal sagen, unter 10 haben keinen deutschen Titel, keinen englischen Titel. Ja, lass mich doch mal überlegen. Ich würde mal sagen, 8, der 8. 8. Okay, Erik, was sagst du? Ich überlege gerade, also es gab ja Vaiana, dann gab es hier diesen mexikanischen Film, hier Dios de los Muertos, ich sag der 3, weil mehr fallen mir nicht ein. Tatsächlich ist Erik näher dran, weil es ist erst der 2, der keinen englischen, rein englischen Titel hat. Echt? Quatsch, Vaiana ist nicht englisch? Kein Quatsch. Vaiana heißt nicht Vaiana, der heißt eigentlich Moana. Ja, Moana ist auch nicht englisch. Ah, trotzdem, es ist tatsächlich der 2. Also, aber Erik, Punkt aber für dich was auf jeden sind Fall. Denn die anderen? Was sind die anderen? Was ist der andere? Oh, da müsste ich jetzt gucken, das weiß ich nicht mehr. Ach so. Ich zweifle das an. Ich möchte den Notar sprechen. Du führst 1-0. Ach so. Du gewinnst doch. Ich führe 1-0. Ich zweifle das an. Okay. Okay, dann habe ich jetzt was vorbereitet, was gerne der Erik auch gemacht hat. Und zwar jetzt, Achtung, in der Planung zu Matrix 1 und zu The Matrix war Keanu Reeves nicht die erste Wahl als Neo. Ich habe jetzt eine Auswahl von Schauspielern, die wirklich in der näheren Auswahl waren, allerdings 2 Stück davon nicht. Und ich möchte von euch je einen wissen. Da darf jetzt der Erik zuerst dann antworten. Und zwar in der Auswahl standen oder standen nicht Johnny Depp, Edward Norton, Brad Pitt, Tom Cruise, Val Kilmer, Will Smith. Du willst wissen, wer nicht in der engeren Auswahl war. Richtig. Achso, wer nicht in der engeren Auswahl war. Also. Brad Pitt war nicht in der Auswahl. Ich glaube nicht, dass die Wachowski mit Brad Pitt was machen. Okay, du sagst Brad Pitt, alles klar. Kate, wen sagst du? Ich sag Will Smith. Ich glaube, Will Smith ist für jeden Film in der Auswahl. Tatsächlich. Aber damals schon? Tatsächlich haben sich das Studio und die Produzenten und alles waren sich da nicht sehr grün, was die Auswahl anging für die Wahl als Neo. Vorgeschlagen wurden tatsächlich oder wurden gehandelt, waren und haben teilweise auch abgesagt, Johnny Depp, Brad Pitt, Val Kilmer und Will Smith. Tom Cruise und Edward Norton waren nicht dabei. Das heißt, beide keinen Punkt. Oh, ja. Ja, voll gut. Ja, Mann, ich habe Erik mit einer Matrix-Frage. Frage Nummer 3, jetzt wird's richtig fies. Spider-Man, No Way Home. Aktuell im Kino, unbedingt reingehen. Ganz, ganz toller Film. Aber Marvel hat Jamie Foxx ein Versprechen gegeben, wenn er seine Rolle als Elektro auch wieder aufnimmt. Was für ein Versprechen hat Jamie Foxx von Marvel bekommen, Kate? Oh Gott. Keine Ahnung, eine bestimmte Länge an Screenzeit. Ich sag mal, bestimmte Länge. Ich sag, er wollte nicht sterben. Er wollte keinen Leinwandtod. Wir haben beide wahrscheinlich falsch. Ja, das ist ja auch sehr offen formuliert gewesen, die Frage. Yeah. Man hätte das auch eingrenzen können, ihr hättet ja Fragen stellen können. Ach so, wäre ja okay gewesen. Dürfen Fragen stellen. Hat's was mit seiner Onscreen Präsenz zu tun? Es hat was mit seiner Onscreen-Präsenz zu tun. Also nichts, was mit dem Trailer irgendwas zu tun hat, irgendwelche Essenswünsche oder so, okay. Also Onscreen, hat es was mit seiner Geschichte im Film zu tun, mit seiner Geschichte ganz, ganz explizit oder mit seiner, ja, nein? Ich sag mal, aber es würde dich auf einen falschen Weg führen. Okay.
Also mit seiner, also hat es was doch mit anderen auch zu tun, mit Interaktion. Wollte er wollte er so einen Deal haben, dass auch andere noch mit dabei sind, wenn er dabei ist? Nein. Nee. Kate? Habe ich schon die richtige Lösung gesagt? Nein. Erik, du bist wieder. Hä? Ich habe Nein gekriegt. Ach so. Hä? Willst du keine Fragen stellen oder was? Ich habe doch die Frage gestellt, ob ich schon die richtige Antwort gegeben habe. Ach so. Ja, aber das wusstest du, sonst hätte er ja schon Ja gesagt. Oh, okay, also wo war ich? Hat das was mit seinem, mit anderen zu tun? Wollte er, dass man etwas Bestimmtes nicht sieht im Film? Ja. Tatsächlich, ja. Weil das sind so die typischen Wünsche. Aber zeig nicht meinen dicken Bauch oder so. Wollte er, ja genau, könnte zum Beispiel sein, wollte er körperliche Merkmale von ihm geändert haben? Digital. Ja, ich sag mal ja. Überlegst aber lange hier. Wollte. Achso, ich dachte ja gar nicht. Du hast leichtfertig verschenkt dein Fragerecht. wollte er, jetzt muss ich mal ein bisschen, also, wollte er graue Haare weggemacht haben? Nein. Nee, zum Beispiel, jetzt mal. Kate, du musst reinhauen, der Erik führt immer noch 1-0, ne? Das ist die entscheidende Frage. Wollte er, dass man seine Größe, also seine Körpergröße anpasst, damit er größer ist als die anderen, also größer ist, als Nein. er auch normal ist? Nein. Es handelt sich um einen digitalen Effekt. Ja. CGI. Okay. Ja. Definitiv. CGI, was ihn betrifft. Elektro. Ja. Okay. Ja. Hat es was mit seiner Superkraft zu tun, mit diesen Blitzeschleudern oder was anderes? Also mit seiner Superkraft, ja, nein. Eine Oder-Frage. Nee, deswegen sag ich ja, mit seiner Superkraft, ja, nein. Also Blitze schleudern? Nein. Okay, das wissen wir es wenigstens. Wollte er digital jünger aussehen? Nein. Ja, das haben sie doch, glaube ich, haben sie es nicht sowieso gemacht, weil das ja quasi die alten Filme, da mussten sie die doch sowieso jünger machen. Also, es hat nichts mit seinen Superkraft-CGI zu tun. Es hat wer was mit ihm CGI zu tun. Ach so, muss die... CGI, ja? Ja, hast du schon gefragt. Genau. War er überhaupt am Set? Ja. Okay. Sonst hätte ich... Ja, meine Überlegung war, ob sie ihn vielleicht komplett digital... eingefügt haben. Nein. In den Film. So. Ah, nee, das habe ich nicht gefragt. Das war nur... Oh, verdammt. Also es hat nichts mit seinen Superkraftsachen zu tun, es hat was mit ihm zu tun. Musste das... Kannst du die Frage nochmal bitte wiederholen? Also so ganz mit seiner Superkraft hat es schon zu tun. Du hast gesagt, Blitze schleudern, damit hat es nichts zu tun. Aber mit seiner Superkraft hat es durchaus vielleicht was zu tun. Marvel gab Jamie Foxx ein Versprechen, wenn er seine Rolle als Elektro wiederbelebt. Also vorab sozusagen. Okay, also war es nichts, was nach dem... Ich habe eine Idee. Ich habe noch einen Schuss. wollte er... Mach mal hin hier, das war ewig. Ja, warte mal. Hatte er sich ein Versprechen erbeten, dass er niemanden töten möchte im Film? Nein. Nein. Jetzt du. Hat er darum gebeten, dass er im Film geheilt wird und nicht mehr als Bösewicht gilt? Nein. Dann weiß ich es nicht mehr. Ich gebe auf, ey. Kate, was ist jetzt genau dem seine Kraft? Der kann doch Energie ziehen und die dann wegschleudern, oder? Das ist doch seine Kraft, oder? Ja, aber das ist ja auch Fluch. Es ist nicht nur Segen. Nee, ich wollte nur, weil er sagt ja, das hat irgendwas mit seiner Kraft zu tun. Der tankt ja Energie auf und kann die dann absorbieren und wieder freigeben. Und wird dann so zu so einem Elektroviech. Und sieht dann auch so witzeartig aus. Was hat ihm da das versprochen, was man da...
was weiß ich, dass er keine Energie aus Atomstrom, keine Ahnung, nee. dass er auch Gutes tut mit seiner Energie im Film. Nein. Nein. Chris, gib uns doch mal einen Hinweis. Gib mal der Kate einen Hinweis hier im Nebel. Genau. Es hat damit was zu tun, dass in deinem ersten Auftritt als Elektro etwas war, was viele irritierend fanden, was er selbst auch nicht so gut fand. Und das wurde geändert jetzt. Also in dem ersten Spider-Man-Film, wo er aufgetaucht ist. Ja. Da war er so ein hässlicher Hausmeister. Ja. Au, sie haben ihn nicht mehr so hässlich gemacht. Der hat die normale Zähne und ein hübsches Gesicht gekriegt und nicht mehr so hässlich war. Nein. Ach. Okay, dann werde ich mich mal rantasten. Kann das was damit sein? Er hat doch bei dem bei Amazing Spider-Man, den ich ja erst kürzlich gesehen habe, hat sich ja quasi, wenn er sich aufgeladen hat, ist quasi sein ganzer Körper so verschwunden unter diesem blauen Licht. Das war jetzt bei dem neuen Spider-Man No Way Home war das nicht der Fall. Da hat man ihn immer noch gesehen, also den Körper selbst, das Gesicht und alles. War das die Änderung, die er haben wollte? Es ist fast richtig. Fast zählt. Fast. Es ist fast richtig. Soll ich es auflösen? Löse mal auf. Also der Punkt würde dann tatsächlich wegen fast richtig an Erik gehen. Man musste ihm versprechen, dass er nicht mehr blau sein wird. Nicht mehr blau, also nicht mehr der Körper blau, genau. Weil das, genau, ja, nicht mehr, dass er ein komplettes blaues Ding ist. Das musste man ihm versprechen. Ich habe jetzt gerade überlegt, was sah denn albern aus? Das sah halt albern aus. Mensch, aber damit hat der Erik gewonnen. Okay. Gibt kein Harry Potter Rätsel das nächste Mal, weil ich weiß, die Kate hat, glaube ich, ein Buch bekommen, wo alles drinsteht. Alright, dann schauen wir mal. Ich habe hier einen Sonderpunkt rein. Auslosung, Gewinnspiel. Wir hatten ja hinter Türchen 24 gab es einen speziellen Preis von den Innenstadtkinos zu gewinnen. Und genau, ich mache gerade mein E-Mail-Programm auf. Ich sehe gerade, Martin hat mitgemacht. Willst du aus Halle hierher fahren? Okay. Vielleicht will er einen von uns mitnehmen. Das kann natürlich sein. Drin ist drin. Ja, jeder hat das gleiche Recht. Genau. Ich finde es schön, dass er mitgemacht hat. Vielen Dank, Martin. Ja, ich sage jetzt nicht, an welcher Stelle er getippt hat. Es haben auf jeden Fall weniger mitgemacht bei Tür 24, weil ich habe ja extra gesagt, es macht nur Sinn, wenn jemand aus der Umgebung mitmacht. Aber ich habe da so einige Namen gelesen aus der Gloria Sneak Gruppe. Schöne Grüße hier an alle. Und es haben hier 148 Leute mitgemacht, im Gegensatz zu den, ich glaube, Maximum waren in den letzten Tagen irgendwie fast 600. Wahnsinn, also. Und jetzt sagt mal jemand von euch bitte eine Zahl zwischen 1 und, was hatte ich gesagt, 148. Und dann zähle ich hier mal ab. Ja. Ich. Die 33. Okay, warte, fange ich von unten an mit hochzählen. Wir müssen mal ganz kurz überbrücken. Erzählt mal einen Witz oder was aus dem Kino. Es ist eher so Max, Max, super, super, Max, Max. Ja, ich habe zu Weihnachten von Playmobil was bekommen. Und zwar den Zurück DeLorean. In die Zukunft. Oh, ja, den habe ich immer gesehen. Oh, den habe ich nicht bekommen. Ich auch. Ich habe den auch immer gesehen. Aber immer gedacht, nein. Und er ist toll, der leuchtet. Im Vergleich zu Lego ist es schon ein bisschen Playmobil, schon ein bisschen ein Klump zum Zusammenbauen. Ja. Aber es ist einfach mega cool. Er leuchtet, er ist mega cool, ist total witzig. Ich feiere es total, ich liebe es. Ich habe auch super tolle Geschenke bekommen, aber ich kann gar nicht sagen, was das Beste war. Aber eins, was mich jetzt den gestrigen Tag beschäftigt hat, war, ich habe den Hogwarts Express mit King's Cross Station als Lego bekommen. Und habe ihn gestern gebaut. Cool. Und ich habe noch ein Star Wars Scrabble bekommen, dass man auf traditionelle Scrabble-Art spielen kann und allerdings einen neuen Spielmodus enthält, den ich mir mal noch anschauen muss, wo irgendwas auch mit Star Wars drin ist. Auch sehr cool eigentlich. Darf man da nur Star Wars Begriffe legen dann oder wie ist das? Nee, also du darfst zusätzlich Star Wars Begriffe legen. Okay, cool. Und bei der Zusatzoption, da ist es irgendwie, da kriegst du dann Punkte für die gelegten Worte und darfst dann dein Raumschiff auf dem Spielfeld ziehen. Mhm. Das ist irgendwie der Zusatzmodus. Ist halt, du kannst auch Funky-Begriffe machen. Das heißt, wenn du 5 R's hast und ein W und ein O, hast du eigentlich schon gewonnen, weil dann hast du dreifache Punkte. Cool. Sehr schön.
Ja, sehr gut. Ich habe was hier. Müssen wir noch mehr Zeit überbrücken, oder? Für mein, nee, ich hab's schon. Ich hab's aus der Sicherheit sogar zweimal gezählt, damit ich es richtig nicht verzählt habe. Ich habe hier unten einen Luftfilter, einen Luftreiniger bekommen hier für hier unten. Weil hier ja, da würde ich mir mal Gedanken mit, machen. Warum? Nee, den habe ich mir gewünscht, weil ihr. Vielleicht habt ihr es manchmal gehört in den Aufnahmen. Hier unten steht ja auch der Wäschetrockner, der quasi in den Raum manchmal so Staub pustet und so. Und das ist hier mit so einem Luftfilter drin, mit so einem HEPA-Filter. Das ist echt Papa, gut. Wir schenken dir einen Luftfilter. Ist App-gesteuert. Und, ja. Und diesen Duftbau. Entschuldigung. Ja, so, genau. Also App gesteuert und echt geil. Style. Und noch ein Buch über alle Oscar-Verleihungen von der ersten bis, ich glaube, aktuellste war, glaube ich, 2019 oder so. Da werde ich mal reinschmückern. Da werden einige Filmquiz-Fragen draus entstehen, schätze ich mal. Okay, jetzt habe ich mittlerweile den Gewinner. Ich sage jetzt schon den Gewinner. Also alle Frauen schon, oh scheiße, oder Mädchen hier. Und zwar hat er getippt um 15.14 Uhr am 24.12., wer sich erinnern kann, wer da um die Zeit, das war ja kurz vor der Bescherung, nochmal ins Internet gegangen hier oder was. Und zwar, ich weiß nicht, wo, ach doch, die E-Mail macht deutlich, aus welcher Ecke er kommt. Ich schätze mal, es ist hier aus der Nähe. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vorname Ünal, Nachname, nee, nenne ich nicht, A Punkt, sag ich mal. Also der Ünal, ich hoffe mal, es ist ein Mann, ich habe mal den Namen gegoogelt, da kamen nur Bilder von Männern, also ich schätze mal, es ist ein männlicher Vorname, sorry for that. Ja, natürlich ist es männlich. Ja, klingt auch männlich. Viel Spaß in den Innenstadtkinos Stuttgart mit zwei Freikarten und zwei Popcorn-Gutscheinen. Du wirst dann nach der Sendung von mir angeschrieben werden. Wegen deiner Adresse, damit ich dir das Ganze zuschicken kann. Oder, falls du sogar in der Sneak Preview bist, könnte ja sein, dass du aus der Gloria Sneak Gruppe bist, dann kann ja der Chris das vielleicht dann sogar morgen sofort übergeben. Das wäre natürlich ja, am schnellsten. Ja, wie nett von mir, dass ich solche Sachen mache. Wäre natürlich am schnellsten und ich spare tatsächlich 1,55 Euro Porto. Nee, Quatsch, das ist kein Großbrief. Die Großbriefe waren 1,55, ja. Genau. Ja, Ünal, alles oder alles Gute, ja, viel Spaß damit und herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Ja, genau. Frohe Weihnachten. Alles Gute damit. Guck nicht hier diesen Film Spencer oder so. Aber vielleicht hast du den ja gesehen in der Sneak Preview. Dann hast du mit uns gelitten. Vielleicht fandst du ihn auch gut. Vielleicht warst du einer von denen, die ihn gut fanden. Ja, fanden ja mehr Leute gut als schlecht, muss man auch sagen. Ja, als Schmackssache. Guts oder Glump, wie immer, ne? Und jetzt mal packen wir was auf unsere Playlist. Mal gucken, ob da was Weihnachtliches dabei ist. Sieht nicht so aus. Music. So, Kate, was packst du auf unsere Kinocast-Songs Spotify-Playlist? Ich packe auf die Weihnachtsliste. Ich packe meinen Koffer. Ich packe in meinen Weihnachtskoffer. Weezer mit Beverly Hills. So, ich mach das gleich mal. Beverly Hills. That's genau, das. Where I want to be. Nicht drauf, okay. Chris, was packst du drauf? Ich pack von I Say Daisy Hard as a Rock drauf, weil ich habe das tatsächlich auf der Ukulele meiner Nichte habe ich das Intro gespielt an Weihnachten. Oh. Das hat keiner erkannt, das hat mich du sehr gefreut. Du kannst spielen, das ist ja cool. Nein, ich kann das nicht wirklich, ich will das ja immer noch lernen. Ach so, nachdem hier dein Kollege hier sich über in Corona-Zeiten das beigebracht hat. Ja, genau. Ich habe es übrigens meinem Cousin Philipp mal geschickt mit der Bemerkung hier, der hat sich das in Corona-Zeiten beigebracht, hör da mal rein und so. Hat er nicht in Corona-Zeiten, das war über längeren Zeitraum schon, aber in Corona konnte es halt intensivieren. Ach so, okay. Aber Philipp fand es extrem cool, fand den Song echt gut und ich auch. Es hat, wie du es gesagt hattest, hat er echt das Ohrwurm-Potenzial. Ohrwurm-Charakter, ne? Auch wenn man jetzt mit der Thematik, mit dem Text jetzt nicht so viel unbedingt anfangen kann, aber der Song selbst ist echt gut geschrieben, gut dargeboten, echt gut. Sag ich doch. Ja, und von mir gibt es natürlich das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, den Song, der die schöne Montage hat bei Matrix Resurrections, der auch im Trailer zu hören ist, von Jefferson Airplane, White Rabbit. Und den packe ich drauf. Alles schon drauf. Jetzt gerade live, während wir das gemacht haben, um festzustellen, ob es schon drauf ist. Weil, ich habe vorher extra geguckt. Sehr gut. So, für nächste Woche habe ich auch schon meinen. Den wollte ich eigentlich diese Woche nehmen. Dann kam der andere dazwischen. Okay, dann euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören.
Dann genießt die Zeit zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Dann hören wir uns bald wieder mit der bis letzten Sneak Preview des Jahres. Ja, bis dann. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Macht's gut. Kommt gut rein ins neue Jahr. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Rutscht vorsichtig. Der Kinocast.